Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Project Bang und diesmal in meinem Badezimmer. Heute geht es um ein Problem, was wir alle kennen. Dreckige Fugen, vielleicht rissige Fugen, das heißt alte Fugen, die sich ausgewaschen haben, whatever, es gibt tausend Gründe. Aber erstens, wie gesagt, der Dreck, wie können wir den beseitigen? Zweitens, wie können wir Fugen reparieren? Es gibt tausend verdammte Videos über verschiedenste Produkte. Und ich will einfach mal ausprobieren, was wirklich das Beste ist. Ich habe mal einfach wirklich Zitrusreiniger, Essigreiniger. Und jetzt sagt ihr, hä, hast du ein normales Saubermachen? Nein, eigentlich geht es mir um diesen Fugenreiniger von Molto. Es ist nicht gesponsert. Ich habe es mir selbst gekauft. Die wissen nichts davon, dass ich es mache. Ich sage es einfach immer wieder. Und warum mache ich das hauptsächlich? Und zwar wegen diesem Fliesenfix. Das will ich ausprobieren. So bin ich eigentlich darauf gekommen, weil ich drei Bruchstellen in meinen Fugen hier hinten an der Dusche habe und die will ich und muss ich natürlich reparieren und deshalb habe ich auch gleichzeitig das Fugen-Neu-Express auch noch mitgenommen, um die Fugen wieder fein und sauber glänzen zu lassen. Das will ich heute mit euch ausprobieren, wie gehen wir daran und ja, nicht die Frage, wie gehen wir daran, sondern ab ins Projekt. Und hier haben wir genau direkt mal so ein Fugenarschloch. Also das heißt, das ist eine Fuge, wo einfach das Wasser hier runterläuft, sich da ein bisschen natürlich immer absetzt, wenn man das nicht richtig immer alles direkt sauber macht. Ne? Und wenn man das einfach lässt mit den Resten von Duschgel, Haarshampoo und so weiter und so fort, setze ich das halt alles ab. Hier gibt es sogar schon ganz leichten Schimmelansatz, ja, also richtig scheiße. Und das müssen wir natürlich beseitigen, weil das schädigt die Fuge. Ja, das macht sie porös und so weiter und so fort. Und natürlich auch über die Zeit hinweg sind die Fugen irgendwann einmal ausgewaschen. Das passiert halt einfach, ja, weil sie die ganze Zeit angegriffen werden durch alles, was wir halt eben in der Dusche benutzen. Und jetzt wollen wir einfach mal ausprobieren, wie dieses Fugenreinigungszeug denn überhaupt funktioniert. Da haben wir den Kram, also hier Fliesenfugenreiniger für die gründliche Reinigung von Fliesenfugen an Wand und Boden. Für innen gedacht, ja, das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Man macht den Deckel ab, man muss diesen Schnäpsi erstmal hier runter machen. Ihr wundert euch, warum weiß ich das? Weil ich habe die Bedienungsanleitung gelesen. Ich habe nicht gelesen, ob man das mit Handschuhen machen muss. Oh, scheiße. Egal, ich habe es schon mal an den Händen und auf dem Stativ. Egal. So, den Schwamm anfeuchten und auftragen. Und dann soll es 10 Minuten einweichen. Wir sind gespannt. Wir lassen es hier mal jetzt einwirken. Und ich lasse euch hier mit der Kamera da und mach mal die restlichen Fugen. So, jetzt hoffe ich, dass man auf der Kamera sieht, was da passiert. Also mit einem Tuch oder in dem Fall jetzt mal schnell Klopapier soll man erstmal grob das Zeug wegmachen. Und da sieht man schon, was da runterkommt. Ne? Das ist natürlich der Daily-Schmutz. Aber wenn man da gut nach geht, dann kommt da schon ein bisschen was runter. Aber reichen tut mir das nicht wirklich. Was machen wir denn da jetzt? Nochmal anwenden oder erstmal feucht abwischen? Das soll man nämlich auch machen. Das heißt, ich nehme mir einen Schwamm mit Wasser. Ja, okay, jetzt nehme ich der Klassiker. Ah, das sieht schon gleich ganz anders aus. Aber den kleinen Schimmel hier, den kriegen wir nicht weg. Krass, dass der sich so schnell gebildet hat. Okay, das ist schon mal viel, viel besser, würde ich sagen. Jetzt mache ich den Rest auch gleich mal. Und dann probieren wir das Fugenweiß aus. Hier haben wir noch so einen mega speziellen Kandidaten, wo man auch sieht, ob es funktioniert hat oder nicht. Okay, würde ich sagen, nicht schlecht.
So, jetzt haben wir hier den Fliesenfix und das ganze Ding muss natürlich vorher anständig durchgeknetet werden. Das ist eine frische Tube. Also dementsprechend, wenn ihr das Ding aufgeschnitten habt, dann ist das natürlich nicht mehr frisch. Dann könnt ihr es auch nicht mehr so durchkneten. Da müsst ihr euch entweder selber einen Verschluss basteln oder was auch immer. Auf jeden Fall anständig durchkneten, weil ihr wisst nicht, wie lange das Ding im Regal lag. Entschuldigung. Und oder wie lange ihr das rumliegen hattet. Ich weiß gar nicht, wie lange das haltbar ist. Keine Ahnung, wir schneiden das Teil auf und dann geht's ab in den Schlitz. So, das wirklich Wichtigste ist, ihr müsst das nochmal, die bestehenden Löcher, das Loch war natürlich nicht so groß, ja, das müsst ihr nochmal auskratzen, ein bisschen erweitern, weil immer da, wo eigentlich so ein Loch ist, ist eigentlich außenrum auch noch ein bisschen schadhafte Stelle. Reinigt das richtig, wie gesagt, mit dem Fugenreiniger vorher. Dann guckt, dass da keine Fette dran sind und so weiter. Und dann bereitet die Schadstelle anständig vor. Und jetzt wird das Zeug da reingepresst. Jetzt nehmt ihr euch noch hier so ein Helferchen. Braucht ihr eh für Silikon und so weiter. Kann ich nur empfehlen. Und dann wird es großzügig da. Ah, jetzt kann man es erst richtig durchmachen. Haha, ich sehe gerade, okay. Guckt, dass das doch auf ist, weil da war viel zu viel Luft drin zum Durchkneten. Ist das etwa eine Mogelpackung, weil da gar nicht so viel drin ist, wenn da Luft mit drin ist? Aha, viel Luft mit verkauft. Naja. So, ein bisschen überstehen lassen und dann kann man das natürlich hier noch ein bisschen mit reinpressen direkt. Ja, und wenn man sieht, dass da noch was rein kann, dann setzt man da direkt noch eine Wurst drauf, oder? Jetzt wohl geht. Ah, cool. Ja, und das wird eine weiße Fuge. Und so machen wir jetzt alle anderen Stellen auch. So, ihr Lieben, also erstens kann man das wieder richtig natürlich gut zumachen und habt einfach einen Schwamm dabei. Wasser, um quasi die Stellen, die ihr ausbessert, und ihr seht hier, ist jetzt alles wirklich gut ausgebessert. Wir gehen ja noch einen Gang drüber, nachher mit dem Fugenfinish. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das funktioniert. Auf jeden Fall sind die Fugen jetzt perfekt ausgepresst oder eingepresst. Und die Fugen, die ich so noch mit reparieren wollte, Leute, da passt wirklich auf. Also ich habe es total unterschätzt und das Zeug ist echt giftig, macht Fuge für Fuge, lasst es ein bisschen antrocknen und dann geht ihr mit einem feuchten Schwamm drüber, um einmal das Fugenbild zu glätten und ich sag mal so, jetzt nur mit diesem Gummiteil kommt ihr nicht weit, also das ist auch sehr, sehr wichtig, ja, aber habt einen sauberen Schwamm dabei, wirklich sauber, und zur Not habt noch einen zweiten und einen dritten dabei, und der Schwamm hier, den kann ich euch nicht empfehlen, sowas, nehmt eher so ein Schwammtuch, weil das Teil fängt irgendwann an zu fusseln, weil es ja alles rau ist, das ist keine gute Idee. Und jetzt lassen wir es trocknen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Das Ganze ist jetzt über Nacht getrocknet. Da müsst ihr wirklich auch wirklich drauf achten, dass einmal die Fugen alle natürlich sauber sind und wie gesagt, dass sie nicht mehr nass sind. Bevor wir jetzt zu unserem Fugen-Neu-Express-Zeug kommen, haben wir wie gesagt nochmal erstmal mit Fugenreiniger das Ganze gereinigt, dann mit dem Fliesenfix gefüllt. Also das sieht man auch, aber was man jetzt natürlich auch sieht, die Schadstellen sind alle top, aber natürlich im Gegensatz zu der Altfuge, wo nichts passiert ist, hat man natürlich jetzt einen Farbunterschied und das knallt schon echt brutal raus. Also dementsprechend nach dem Fliesenfix, was echt gut funktioniert hat, kommt jetzt das Fugen-Neu-Express. Das ist im Endeffekt jetzt der Fugenlack, würde ich jetzt mal sagen. Das Zeug ist jetzt auch hier in weiß und funktioniert genauso wie das andere, auch mit einem Schwamm hier drauf. Da ist auch einmal hier wieder so eine Schutzkappe und da drin ist halt dieser Schwamm. Und auch das muss man anständig durchkneten nochmal. Das wird jetzt hier aufgetragen. Dann soll man nach einer Stunde mit einem feuchten Schwamm auf den Fliesen quasi den Überstand abmachen. Also eine Stunde soll das trocknen und dann hoffe ich, dass alles gleich weiß ist und
Und dann kann silikonisiert werden. Wir sind mal gespannt. Wir machen jetzt das Zeug hier drauf. So, wir haben jetzt hier die Tube mit dem Zeug, haben den Schutz abgemacht. Und jetzt wollen wir das mal direkt ausprobieren hier, wie sich das verhält. Pressen ein bisschen raus. Da kommt es schon raus. Und jetzt wird quasi gestrichen. Ja, wir wollen so wenig wie möglich auf der Fliese lassen, aber können jetzt hier schön die Fuge weiß machen. Boah, da bin ich immer gespannt. Das sieht echt bam aus. Jetzt schon. Und dann natürlich einen Timer stellen. Aber man wird nicht insgesamt fertig werden. Ah, scheiße, in die Ecken kommt man gar nicht geil. Sehe ich jetzt schon. Hä? Was haben die sich denn dabei gedacht? Das ist scheiße. Das kann ich jetzt schon sagen. Hier, so eine Ecke ist ultra kacke. Und da komme ich nicht rein. Das ist nicht optimal, muss man sagen. Das ist nicht geil. Wir gucken mal weiter. Auf jeden Fall haben wir jetzt alles mit dem Fugen, Fliesen, Fix, whatever, da eingeschmiert. Und jetzt geht der Timer eine Stunde und dann sehen wir uns wieder zum Abwaschen und dann sind wir kurz vorm Silikonisieren und quasi dem Finish unserer Duschecke. Ich bin sehr gespannt. Ach ja, was ich vergessen habe, ihr müsst natürlich alles auch abkleben, was Silikon und andere Stellen oder Dinge sind, wo dieses Zeug nicht hinkommen soll. Ist sofort soweit. Dann geht's weiter. Ja. Eine Stunde ist vergangen. Und ich mache mal den Timer aus. Und jetzt können wir loslegen mit einem Schwamm, einem alten, mit dem ich hier vorhin schon den ganzen Kladderadatsch gemacht habe, gestern. Und der sollte sauber sein natürlich. Und ich habe ein bisschen lauwarmes Wasser in einem Bottich. Und jetzt geht's daran, hier den Überschuss abzumachen. Bin echt gespannt, wie es geht. Ja, tut's. Aber es ist eine ganz schöne Sauarbeit. Krass. Okay, ich probiere es mal mit der schärferen Seite, dass es schneller geht. Ich will natürlich nichts aus der Fuge rauswischen. Aber da werden die sich irgendeinen Trick eingefallen lassen haben, tun sein sollen. Ja, top, ist cool, funktioniert. Fuge sieht auch top aus. Also, ich wische mal weiter. Und macht Sinn, es kurz anzuweichen und dann mit der glatten Seite. Nehmt nicht die raue Seite. Erfahrung. Jetzt schon mal. Ich putze jetzt mal weiter und dann sehen wir uns, wenn es fertig ist. Mit Trocknungszeit sind es ungefähr 2 Tage Arbeit und dann ist euer Badezimmer wieder fresh. Naja, sagen wir mal so, in dem Falle ist es jetzt nur diese Ecke gewesen, aber mit Boden reinigen, Silikon und so weiter. Das Silikonieren habe ich euch, heißt das eigentlich so, nicht gezeigt, aber es ist im Endeffekt eigentlich auch nur Silikon rein, ab und richtig anziehen. In dem Falle nur ein Tipp, ich habe ein Silikon verwendet, welches relativ zügig wieder verwendbar ist, also indem man schnell wieder duschen kann. Da ist es nicht ratsam, nach 3, 4, 5 Minuten nochmal mit dem Finger oder wie auch immer nochmal drüber zu gehen. Lasst es sein, ich konnte nämlich diese ganze Fuge 2-mal machen. So, ich habe jetzt hier noch nicht fertig komplett alles sauber gemacht, aber trotzdem ist das Video hier zu Ende. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen und einfach so inspirieren, mal einfach wieder frischen Wind und Ausbessern auch nach vielen Jahren mit auf den Weg zu geben. Und ja, kommentiert fleißig, abonnieren ist kostenlos und ihr würdet mir wirklich sehr, sehr weiterhelfen. Ganz lieben Dank dafür und bleibt einfach auf diesem Kanal und guckt eins der verschiedensten Videos, amüsiert euch und informiert euch. Euer Bauboom Bang. Jetzt kann ich endlich wieder nach Tagen duschen. Haha.